Allgemeine Wohnungsbaugenossenschaft, die AWG, Güstrow, Parchim und Umgebung, bewirtschaftet rund 3.400 Wohnungen in Güstrow, Krakow am See und Parchim. Damit ist das Unternehmen der zweitgrößte Vermieter des Landkreises Rostock. Schon im September 2018 wurde der Vorstandsvorsitz der AWG in einer Feierstunde von Norbert Karsten an Marco Mischinger übergeben. Karsten hatte die Genossenschaft fast 30 Jahre geleitet und sehr erfolgreich umgestaltet. Dabei hat die AWG stets auf aktuelle Herausforderungen reagiert. Sanierung, Rückbau, Demografie, Neubau und Innovation. Heute ist die AWG Güstrow, Parchim und Umgebung ein profitables Unternehmen und wie es der Name schon sagt, weit über Güstrow hinaus aktiv. Ihren Hauptsitz hat die Genossenschaft in der Güstrower Südstadt. Hier treffen wir im März 2019 Marco Mischinger, den neuen Vorstandsvorsitzenden der AWG. Seit 2005 ist der studierte Betriebswirt im Unternehmen, hat verschiedenste Funktionen ausgeübt und kennt die AWG von A bis Z. Natürlich ist er auch mit dem genossenschaftlichen Gedanken vertraut, am Anfang durchaus Neuland. Es war schon spannend zu sehen, wie gut das harmoniert oder wie gut das Zusammenspiel der ökonomischen Ergebnisse, der ökonomischen Abläufe, Prozesse, aber dann auch der Mitgliedergedanke, das heißt die Förderung der Mitglieder, wie das doch im zentralen Thema steht. Zwei Monate später, im Mai 2019, treffen wir Marco Mischinger und den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Norbert Karsten in der Güstrower Altstadt. Karsten ist nach wie vor im Unternehmen aktiv und kümmert sich unter anderem um das Marketing. Gerade in der Güstrower Altstadt hat die AWG in den letzten Jahren massiv investiert und zum Beispiel den Sonnenhof gebaut. Ein Vorzeigestandort für innerstädtisches Wohnen deutschlandweit. 51 Wohnungen für alle Generationen. Insgesamt geht es darum, dass ein großer Teil dieser Wohnung auf dieser Seite altengerecht sind, also stufenlose Übergänge von den Wohnungen zu den Balkonen oder zum Beispiel alle Wohnungen sind zu erreichen mit einem Fahrstuhl. Und wir haben auch 6 Wohnungen, die hinter mir zu sehen sind, geschaffen für junge Familien. Und wir stehen ja vor einem Kleinkinderspielplatz und dieser Spielplatz hat die Funktion, nach unserer Vorstellung zu erfüllen, dass er für die Enkelkinder der Elternmitglieder da ist und auch für die Kinder der Mitglieder, die hier wohnen. Und wenn man das beobachtet und wenn man den Zustand des Spielplatzes sieht, davon wird sehr viel Gebrauch gemacht. Zusätzlich hat die AWG im Sonnenhof Büros und eine Begegnungsstätte eingerichtet. Norbert Karsten und Marco Mischinger sind stolz auf das Erreichte. Karsten hat nicht nur den Sprung aus den Neubaugebieten in die Güstrower Altstadt gewagt, auch das Thema Mitarbeiter und Führungsnachwuchs für die Genossenschaft hatte er rechtzeitig im Blick. Ja, es ist so, dass ich ja im September 2018 den Vorstandsvorsitz an Herrn Mischinger übergeben habe und wir jetzt schon praktisch 6-7 Monate haben, die Zeit haben, wo wir einen Rollentausch hatten. Ich würde heute sagen, es war eine gute Entscheidung und es war eine Entscheidung, die wir getroffen haben vom Herzen her und auch vom Verstand und die bis heute nicht zu kritisieren und zu bereuen ist. Direkt neben dem Sonnenhof baut die AWG das nächste innerstädtische Quartier, den Klosterhof. Hier wird ein historisches Gebäude aufwendig saniert und 4 Neubauten werden mit insgesamt 30 Wohnungen für die Genossenschaft errichtet. Das ist ein total bunter Mix, den wir hier an Wohnungen dann auch zur Verfügung stellen. Es sind sowohl altengerechte Wohnungen, es sind große Wohnungen für Familien von bis zu 4 Zimmern. Wir haben sogar eine Maisonette-Wohnung sehr individuell zugeschnitten in dem Haus hinter mir im Pferdemarkt 45.
Doch zurück in die Güstrower Südstadt. Auch hier hat die AWG früh auf den demografischen Wandel reagiert. Ja, der Rosenhof hier in Güstrow war unser erstes altengerechtes Neubauvorhaben, was wir vor 12, 13 Jahren hier errichtet haben, was sich immer noch einer sehr großen Beliebtheit erfreut. Und wir haben unlängst uns entschieden, dieses Projekt als Blaupause für unser Neubauvorhaben in Parchim umzusetzen, neu aufzusetzen. Über all den Neubauten hat die AWG die Sanierung des Altbestandes nicht aus dem Blick verloren. Gerade wird ein Block in der Ringstraße schrittweise saniert. Dabei geht es auch um neue, innovative Angebote für den Wohnungsmarkt. Hier ist es so, dass wir ein Objekt mit 60 Wohnungen in diesem Jahr modernisieren. Und hier die Besonderheit bei dem Haus ist, dass wir neben normalen Wohnformen und Wohnungen auch möbliertes Wohnen und Wohngemeinschaften anbieten. Wir sind ja hier in der Nähe zur Fachhochschule und da ist es eine gute Gelegenheit, dann auch für die Studenten eine Bleibe zu finden. Was für Güstrow gilt, gilt auch für die Wohnstandorte der AWG in Krakow am See und Parchim. Auch hier entwickelt die Genossenschaft ihre Bestände marktgerecht und investiert für alte und neue Mitglieder in neue Quartiere. Die Genossenschaftsmitglieder werden eingebunden und können ihre Interessen in den Gremien der AWG geltend machen. Einmal im Jahr gibt es die Vertreterversammlung, das höchste Organ der Genossenschaft. Ansonsten organisiert die AWG regelmäßig gesellige Veranstaltungen wie Lesungen oder Bälle für ihre Mitglieder. Für die Zukunft ist die AWG Güstrow-Parchim und Umgebung jedenfalls gut gerüstet. Die wirtschaftliche Bilanz ist hervorragend und die große Aufgabe des Generationswechsels bei Mitarbeitern und Unternehmensführung wird mit offenem Visier umgesetzt.